Brandenburger Landschaften und Körper finden ihren Einklang und bilden eine Einheit. Sie werden bei dem Berliner Bildhauer Ulrich Jörke zu spannungsvollen Körperlandschaften. Seine Zeichnungen aus dem Oderbruch und Akt verbinden sich in seiner Bronzeplastik namens Straußberger Torso, die in diesem Jahr an die Preisträger des Brandenburgischen Kunstpreises verliehen wird. Ruhe, Bewegung und ja, und vor allen Dingen große Form, kleine Form. Sie lebt ja von der großen Form, von der kleinen Binnenform und von der Oberfläche. Im Wesentlichen ist zum Schluss auch noch die Patina wichtig für so eine Arbeit. Dass das also wirklich auch eine Harmonie ergibt. In seinem Haus in Französisch-Buchholz modelliert er die Figuren für seine Kleinplastiken zunächst in Ton, fügt immer wieder hinzu und formt um. Auch seine Gedanken, die ihn wie bei einem Spaziergang durch das Material begleiten. Bei der anschließenden Abformarbeit mit Silikon und Gips wird mit Hilfe des gebrannten Tons ein Negativ erschaffen, das Ulrich Jörke mit Wachs bestreicht, um dieses wie beim Straußberger Torso in der Schöneicher-Gießerei in Bronze umwandeln zu lassen. Die Siegerplastik ist eine Erinnerung an sein 30-jähriges Wirken in der Straußberger Künstlergruppe Kontrapost. Eine Vielzahl seiner Arbeiten befinden sich im öffentlichen Raum, wie seine Stahlkunst am Kreisverkehr in Straußberg namens Stadtbilder. Sowohl in der Stadt als auch in der Natur fügen sich seine Werke perfekt in ihre Umgebung ein. Am liebsten arbeitet Ulrich Jörke in seinem idyllischen Garten, umgeben von seiner Heimatstadt Berlin. Das ist die beste Inspiration, die man sich empfinden kann, die Natur draußen. Die Luft, das Wachstum ringsherum, der Vogel, alles diese Dinge strahlen in einen hinein. Und da entsteht natürlich auch die beste Bereitschaft, etwas zu machen, etwas zu formen. Und insofern arbeite ich am liebsten draußen am Stein. An regnerischen Tagen oder im Winter zieht es den Ingenieur und freischaffenden Bildhauer Ulrich Jörke in sein Atelier. Dort lässt er sich von seinen Zeichnungen leiten und modelliert, mit Gips und Ton, und ist dabei immer wieder auf der Suche nach der Form. Dass seine Bronzeplastik in diesem Jahr an die Kunstpreisträger überreicht wird, erfreut den 84-Jährigen ganz besonders. Ich bin auf der Tradition der Vergnüglichen hier angesiedelt. Ich komme davon nicht weg, also die Figur ist für mich das Wichtigste. Und ich denke schon, vielleicht freut sie. Ist das eine Freude für die auch, so eine Arbeit mal in der Hand zu haben von einem Ulrich Jörke aus Französisch Buchholz.